Und hier sind wir wieder mit Portal. Oh yeah. Und ich habe gesehen, wie. Und ich habe mir gedacht, what the fuck? Procedure requires reminding the test subject of the dangers which the test subject will encounter. The following test chamber requires the use of one or more Ich deadly glaube, packs. ich sollte da nicht festhängen. Eins, zwei. Beziehungsweise, ja, nee. Drei. Ja, das glaube ich mit drei Portalen geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das auch so hinkriege. Speichern. Der hat es dann irgendwie. Okay. Wie lange hat er das denn getestet, bis das bei ihm richtig funktioniert hat? Mann, ich habe nur das fertige Video gesehen. Hä? Jetzt check ich aber gar nicht, warum das jetzt auf einmal nicht so wirklich funzt. Wieso ist es nach unten? Ich weiß, so ist es vielleicht nicht gedacht. Aber so. So ist es am schnellsten. Fuck. Warum geht die jetzt so falsch? Vielleicht hier? Vielleicht hier? Nein, die ist. Weißt du, ich tue es auch vor allem nur ein paar Zentimeter. Weiter drüben placen und da. Und dann hat es einfach schon die komplett andere Wirkung. Wie habe ich das gerade gemacht? Wie habe ich das gerade gemacht, dass es von der Position her richtig ist? Wie genau muss ich hier stehen da? Hier? Hier so? Nein, ist auch falsch. Boah, ey, das ist voll verwirrend, wenn man das so von oben sieht. Und man das dann halt irgendwie andersrum. Na, warte. Also umso weiter hier, umso weiter oben. Muss ich nur noch gucken, wie ich es weiter nach hier bekomme. So. Na, das war ganz falsch. Muss ich hier so stehen. Ja, so hier so ist richtig. Also hier so. Ich krieg's aber irgendwie nicht hin, den genau. Fünf. Sechs. Wie viele waren es nochmal? Ziel ist acht.
könnte hinkommen. Speichern wir mal. War das eine kluge Idee? Ich weiß ja nicht. 6. 8. 7. Okay. Bin noch eins drunter, dann passt's ja. Bin ich sowieso besser, als ich sein muss. Okay. Dann fehlt jetzt noch diese hier. Diese Leiter kennen wir doch. Da muss ich mir jetzt auch noch mal kurz das Video zu anschauen. Okay. Der macht hier so ein Portal hin und hier. Okay. Das Portal, ja, ich würde schon sagen. Okay. Kann ich da dann auch danach noch reinspringen? Ich glaube, darum geht's doch, oder? Ja, kann ich da danach noch reinspringen? Ich glaube, das ist zu hoch. Dann habe ich es falsch gemacht. Muss danach da auch noch reinspringen können, damit ich halt eben die Bedingungen auch gescheit erfüllen kann. Das, was halt da drüber muss auch so sein, dass man reinspringen kann. Hoffentlich passen. Ah lol. Deswegen hat das überhaupt so hoch gesetzt, weil es nur so geht. Das sollte, glaube ich, nicht passieren. Das ist hoffentlich niedrig genug. Das ist echt behindert, wenn man so auf dem ersten Anlauf nicht genau weiß, wohin. So. Und dann passiert mir einfach wieder, dass ich da durchfall. Mein Gott, bin ich denn ganz behindert? Oh, dann war das wieder zu hoch. Ja. Ich habe gerade links und rechts gleichzeitig gedrückt. Sind da oben gerade zwei Portale platziert worden? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Klar. Natürlich. So. Speichern, so. Okay, wie geht's jetzt weiter, nachdem er da oben ist? Er schießt das Portal etwas tiefer, also so auf die Höhe. Drück den Knopf. Oder ne, warte, er drückt er den Knopf. Der dabei den Knopf oder geht er da einfach nur so durch? Er geht einfach nur so durch. Glaub hier. Dann drückt er einen Knopf. Bringt durch dieses blaue Portal, geht runter, setzt da rot hin. Okay.
Speichern. Fort. Oh, lol. Boah, Alter. Alter. So, alles auch gemacht. Kann ich das hier schließen? Warum ich aus dem Neuen nicht sieht, wenn ich das hier mache, wenn ich so raustappe. Und eigentlich gerade woanders zugange bin. So. Bonuskarten. Challenges. 100% fertig. Bonuskarten. Secret Chambers. Okay, fangen wir an im ersten Secret Chamber. Der erste Kuchen, der nicht gerade nett versteckt war. Ich wollte gerade schon sagen, passe ich da durch? Ich wollte gerade auch schon sagen, komme ich da wieder zurück? Speichern. Ah, Mist. Das scheint mir aber sogar noch sehr einfach. Lediglich das mit dem Cube hier durchkriegen könnte. Hoppla. Ist auf der anderen Seite eine Portalfläche? Irgendwo. Ja, hier oben. Ich hab Zeit. Gut, dass ich nicht so fett bin wie der Cube, ansonsten hätte ich ja diese Probleme durchzupassen. So, war doch ganz easy. Kommt jetzt noch was oder ist das in der Hinsicht dann fertig? Ah, okay, ist fertig. Okay, Secret Chamber 2. Loading. Okay, speichern wir mal. What is this? Habe ich mir sowieso schon wild gedacht, was das sein soll, aber. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das wirklich so seltsame Energiefelder sind, die auf dem Boden da so hängen. Weil ich steuere die. Ach so, das changed sich dann. Ich steuere die Energiefelder. Okay, speichern wir mal. Hier geht's. Hier ist Freedom, oder? Ja, hier ist Freedom. Hier ist. Hier kann man durchschießen. Keine Ahnung, wohin mich das führt. Gucken wir mal hier hin. Wo führt mich das denn hin? Ah. Okay, ich glaube, ich verstehe. Da wird der Cube unter Umständen landen. Okay, was ist denn hier? Okay. Der
Cube fällt also darunter. Soll jetzt dafür sorgen, dass da keiner ist, oder was? Das geht gar nicht. Ach so. Okay, warte. Der darunter fällt. Den dann nach oben, dann nach da. Nach da steht dann. Okay. Nee, 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 das haut nicht hin. So muss ich den dann da. Den nach da. Und nach da. Okay. Wenn ich alles richtig gemacht habe, dann passt alles. Blau. Speichern? So. Blau. Ich finde solche Röhren irgendwie sehr lustig. Okay. Hä? Was? Das ist aber gerade richtig scheiße. Willst du mich verarschen? Weil... Aber da muss ich das noch changen. Okay. Gut. Hier rein. Hier. Ist der Assi. Weißt du, ich lege mir schon alles zurecht und dann macht es mir einfach kaputt. Perfekt. Ich finde das aber cool. Das ist eine richtig gute Idee, finde ich. Weil das war jetzt echt ein richtiger Troll. Das Level hat mich getrollt. Ist auf jeden Fall geil. So eine Idee muss erstmal kommen. Bam, bam. So. Hä? Hab ich wohl nicht ganz getroffen. Ja. Aber jetzt. Will. Legen und durch die Tür. Nicht, dass der dann runterfällt und dann gib mir die Tür vor der Nase zu. Dürfte ich wieder zurückrennen. Das ist nicht gut. Ich muss nach vorne laufen. Da, wo es weitergeht. Okay. Dann haben wir jetzt Nummer 3, dann Nummer 4, dann Nummer 5. Dann kann ich, glaube ich, Portal für und Dienste nehmen, weil dann nicht. Weil dann bin ich, glaube ich, fertig damit. Ey, what the fuck? This test chamber requires a bit more concentration than previous ones. It took me 3.87 milliseconds to solve. How long will it take you? Thank you.
Okay, das war schon mal falsch. Okay, nee, aber es ist schon wäre interessant. Das ist nur so. Okay, so. 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 Aber wie geht's denn dann weiter, wenn wir dann da waren? Besten wäre es, wenn der schräg fliegt, wenn er. Das ist die falsche Schräglage. Müsste er irgendwie. Warum ist es eigentlich, ich meine, es ist halb perfekt, so wie es da fliegt. Es ist wirklich eigentlich fast richtig. Es ist wirklich Millimeter fehlt da. Probieren wir es mal so. Oder ich muss es irgendwie so machen, dass das Teil nicht im Kreis geht, sondern das Teil. Ja, nee, so nicht. Es muss eigentlich, es geht da ja immer so im Kreis. Und es muss quasi, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es andersrum im Kreis geht. Man muss sich streng genommen einmal abprallen lassen, rein logisch gesehen. Also so wie es da rauskommt, wird es ja sogar fast passen. Warte. Jetzt hier. Okay, da kommt es dann ziemlich gerade rein. Ja. Der Part ist aber leider zu Ende, also tschüss.